Das hier ist Homotherium, eine Gattung von Säbelzahnkatzen, die auch als Scimitar-Katze bekannt ist. Während des Pleistozäns war es einer der erfolgreichsten Jäger mit Verbreitungsgebiet in Afrika, Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Gleichzeitig lebte dieses Tier auch für eine sehr lange Zeit, vom Anfang des Pliozäns vor 5 Millionen Jahren über das ganze Pleistozän hinweg bis zum Anfang des Holozäns vor 10.000 Jahren. Das macht es zur erfolgreichsten Säbelzahnkatze. Die Zähne von Scimitar-Katzen waren kürzer als die von zum Beispiel Smilodon und die größten Arten waren mit größeren Exemplaren von Löwen und Tigern vergleichbar, bei einem Gewicht von bis zu 260 Kilogramm. Heutige Katzen jagen ihre Beute ja nur über kurze Distanzen mit einem schnellen Sprint, da sie nicht viel Ausdauer haben. Homotherium konnte seine Beute aber über lange Strecken bis zur Erschöpfung jagen, also so ähnlich wie ein Wolf, der ja auch zu den erfolgreichsten Tieren gehört. Das weiß man, weil man einem gut erhaltenen Exemplar DNS entnehmen konnte, welche diese Erkenntnis lieferte und in Zukunft definitiv bei der Erforschung der Säbelzahnkatzen im Allgemeinen helfen wird. Abgesehen vom Menschen war das hier das wahrscheinlich erfolgreichste Landraubsäugetier aller Zeiten.